Ein wunderschön, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft auf diesem Kanal zusammen mit dem Luki. Hallo Luki. Einen wunderschönen. Und ich drücke mal die falsche Taste, bei Avorin ist es ab 1 hier ist das Tab. Und Fujita ist auch mit am Start. Juhu! Yay! Also, muss sein. Und Istra, habe ich gehört, der will jetzt irgendwann auch Minecraft spielen. Der will auch wiederkommen. Ja, der kommt auch wieder. Und der kommt dann auch mit auf den Server rauf. Wird auch lustig. Der hat dann noch mehr Ahnung davon, der hat noch weniger Ahnung davon wie ich. Gut. Sowas geht. Das geht. Aber wir verdünnisieren uns einmal nach drinnen. Es ist dunkel draußen. Einfach ins Bettchen. Joa. Ich mach wieder mein berühmtes Z. Dump. Ah ja, und willkommen in der Aufnahme. Ja, da müssen sich die Leute übrigens dran gewöhnen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen auf dem Server hier, kein Problem. Allerdings, wie gesagt, ne, hier wird das Ganze für YouTube aufgenommen. Also nicht erschrecken, ihr landet dann auch mal in der Aufnahme, wenn ihr überschreibt. Geil. Best Moment. Perfekt. So. Ja, wenn ihr das feiert, was wir hier fabrizieren, dann vergesst bitte nicht, uns ein Abo dazulassen und einen Kommentar oder Daumen nach oben. Das volle Programm. Das ist richtig geiler Support und das läuft auch richtig geil. Finde ich mega. Bin ich echt gehypt von. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Create Mod an. So, jetzt habe ich hier wieder O gedrückt. Ich dussel. Create. Für diejenigen, die jetzt auch keine Ahnung haben, was sie hier reingestolpert sind, was die Create-Mod ist. Eine Create-Mod ist eigentlich eine ganz einfache Mod, mit der man mit physischer Energie Gerätschaften antreibt. Und Förderbänder. So, das ist im Prinzip das, was es macht. Das ist jetzt ganz grob gehalten, aber das ist im Prinzip das, was es macht. Was natürlich für Farmen etc. pp. Richtig geil ist und für die Weiterverarbeitung von Materialien auch mega. Und da fangen wir einfach mal an. So, wir brauchen als erstes Energie. Energie kriegen wir bei einem Wasserrad. Ein Wasserrad braucht halb Slabs und ein großes Zahnrad. Ein großes Zahnrad braucht Knöpfe und eine Andesit-Legierung, also Andesite, Ingots. Die kriegen wir aus Eisenklumpen und aus Andesit. So, Eisen haben wir da hinten ja schon in den Ofen reingeschmissen. Das haben wir bereits in der letzten Folge wunderbar erledigt. Dann stellt man fest, dass wir keine Kohle mehr haben. Ich meine, ich habe gerade eben noch irgendwo Kohle gesehen. Hier, Holzkohle. Also muss ich wohl oder übel nachher nochmal auf die Suche nach Kohle gehen. Es sei denn, Luki ist gerade unterwegs und kommt nachher nach Hause und sagt, guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Ja. Passieren. Kann aber auch nicht passieren. Ja, meine Damen und Herren, welch eine glorreiche Aussage. Es kann passieren oder es kann nicht passieren. Das ist eine 50-50-Chance. Halt die Backen. Ja. Geh doch zu Netto, was? So, irgendwo hatte ich hier Holz reingeflankt. Da hinten habe ich Holz reingeflankt. Ich hab grad mein Handy in die Hand genommen und das Ohr gehalten, wegen der Musik hier gerade so. Das klingt wie die Musik aus irgendeinem Handyspiel. Kann ich ja so jetzt nicht beantworten. Nee, du hörst sie auch nicht. Die höre ja nur ich. Und natürlich alle Zuschauer, die sich das Ganze auf YouTube geben. So. Genau. Das brauchten wir und das. Ups. Okay. So, hier machen wir mal so und so. Hatte ich davon nur so wenig hergestellt? Oh, 64er Stack draus, wa? Ja, viel besser. Und schon haben wir 32 Andesite Alloys oder Andesite-Legierung. Andesite. Ich spreche wieder von Andesite.
Und auch gleich hier nochmal lecker Schmecker ein Achievement gekriegt. Gut, das ist die Grundvoraussetzung. Dann brauchen wir als nächstes für den ganzen Spaß hier das und das. Das heißt, wir machen wieder ein 64er Stack Holz. Ah, ein Hobbygärtner, also auch nicht schlecht. So, 64er Stack Holz haben wir. Das heißt, wir stellen davon schon mal zwei Stück her. Das heißt, wir können davon dann noch nichts herstellen. Machen wir zwei. Pass auf. Hier. Sechs. Machen wir mal acht. Acht. So, dann machen wir hier Halbslabs draus. Und sagen ihm einfach mal hier, zack, schwuppdiwupp, die ersten 8 sind safe. Gut, das sind die Wasserräder. Die Wasserräder brauchen nachher Wasser, Wasser rüberläuft, dadurch drehen die sich, macht ja Sinn. Und die Energie muss weitergeleitet werden, über Wellen. Dann machen wir mal einen 64er Stack von. Dann haben wir das auch schon mal. So, wo hauen wir jetzt das Wasserrad hin? Hier haben wir den Eingang zu unserem Dungeon. Eigentlich müssen wir da eine schöne Hütte verbauen, so eine Holzhütte, so eine Halb, so ein U aus Holz, wo wir die Wasserräder reinsetzen. Ich glaube, das machen wir. Mist. Frage ist, wohin? Und ich habe da auch schon eine ungefähre Idee. Dafür brauche ich aber eine Schippe. Eine Schippe? Aber eine richtige Schippe. So, das Ding hier muss wieder weg. Okay. Und dann setzen wir das ganze Ding mal ganz pauschal hier vorne mit hin. Das heißt, die Erde muss hier weg. Okay, hier ist nichts mehr. Dann geht's hier wieder rein. Ich hoffe, das ist alles nicht zu laut hier. Ich kann das hier im Hintergrund noch ein klein Ticken leiser machen. Ich nehme jetzt die zweite Folge direkt hintereinander auf. So. Hier war schon mal jemand. Ist alle Kisten geplündert? Nee, aber Fackeln. Das kann natürlich sein, wir sind ja auch nicht die Einzigen auf dem Server, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Hier ist alles ausgeleuchtet. Da hat das nämlich... Warte mal, wo ist der Typ denn überhaupt? Ja. Neuinstallation. Ach, ist das dieser Dungeon, wo du durch den Turm reingekommen bist? Ja. Ja, da war ich drin. Ah. Beziehungsweise, da waren wir beide drin, weil vor dem Turm hast du das letzte Mal Lehmklötze platziert. Ja, ja, aber ich bin jetzt in der zweiten Ebene, wo wir nicht runtergegangen sind und hier schon fast alles ausgeleuchtet. Ich bin schon bis ganz nach unten runter. Gott, hier ist noch viel dunkel. Also ich bin, wie gesagt, einmal bis ganz nach unten runter. Habe ich sogar hochgeladen, meine ich. So, dann haben wir hier die Hütte auch stehen. Gut, dann brauchen wir Holz. Interessanterweise haben wir noch Holz. Ja. Oh. Und da haben wir auch noch Holz. Also, das ganze Ding soll auf 8 breit. Oh. Wo fangen wir denn am dümmsten an? Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir von hier anfangen. So. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ehrlich jetzt, den musst du so setzen? Setz ihn doch lieber jetzt so, genau, perfekt. Wo hier nochmal? Meine nämlich, dass die doch ein bisschen größer waren. Und dann machen wir die hier. Hoch. Und wenn ich jetzt das Wasserrad dagegen setze, müsste theoretisch... Ja, guck mal.
Sehr schön. So, den Ausgang machen wir hier an der Seite raus. Da ist. Das heißt. So kann das dann bleiben. So, und den reißen wir dann in der Mitte da einfach wieder ab, damit das einen schönen Ausgang kriegt hier. Dann kann das hier weg, weil hier kommt gleich eine Treppe an der Seite mit hoch. Es wird ja langsam. Wundervoll. Sehr schön, haben wir das auch. Und das auch. Mhm. Dann haben wir zumindest den Rahmen schon mal drumherum gezogen. Jetzt brauchen wir eine Treppe. Schwarzeiche habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Das ist das Eichennest. Schwarzeiche, haben wir eine Schwarzeiche? Hier, Fichte. Fichte ist auch gut. Fichte ist sehr gut. Mal gucken, wie viel ich Treppen mich da rauskriege. Ah, das geht doch schon. Aber 24 Treppen. Kann man ja machen. 2. Macht ja von der anderen Seite mehr Sinn, ne? Fällt mir gerade auf, auf der Seite, wo ich den Ausgang vom Wasserrad mache, die Treppe zu setzen, ist, glaube ich, nicht ganz so clever-lever. Clever-lever? Clever-lever. Nur so eine Vermutung. Ups, das war die falsche Taste. Ups. Da habe ich den falschen Block anvisiert. Ja, der besondere Ups-Moment. Oh, sehr schön. Haben wir das auch? Boah, ist ja heute wieder dunkel hier draußen. Nee. Was könnte ich eigentlich aus dem hier weiter bauen, ne? Klein. Ja, Entschuldigung, wie gesagt, ne? Wenn Hintergrundgeräusche auftreten sollten, lässt sich leider gerade nicht vermeiden. Das ist halt so. Ja. Genau. Jetzt fall doch endlich um, meine Güte, ey. Ja, wollte ich eigentlich nicht, also. Doch. Nein. Doch. Wo hast du eigentlich die Zäune gelassen, sag mal? Wen habe ich gelassen? Die Zäune, wo hast du die gelassen? Oder hast du alle verbuddelt, verbaut? die paar, die ich gemacht habe, habe ich, glaube ich, verbaut. Okay. Ja, hätte sein können, dass du irgendwie auf Vorrat gebaut hast oder sowas. Nee. Hier sind noch 9 Stück aus Fichte. Pass auf, ich nehme deinen Baustil denn so ein bisschen mit an und nehme auch Fichte. Für die Zäune. Okay. Ist, glaube ich, ja keine verkehrte Idee, das zu machen. So. Dann setzen wir hier direkt das Bäumchen wieder hin. Ich guck dich nicht an. Schau dem Enderman tief in die Augen. Vor allem, sie starren dann ja auch immer so grotesk an, ne? So, wie war das jetzt? So und so.
und so war ein Tor. Ne, ne, war Tatsache. Cool. Machen wir mal nicht zu viele. So. Ein Stück erstmal. Eine Fackeln. Oh, 4 Stück habe ich noch. Das ist doch schon fast wieder ein göttliches Zeichen. Müssen wir hier auf jeden Fall. Ein. Oh Gott. Dann setzen wir hier drüben auch noch einen hin. Weil irgendwie müssen wir ein Dach bekommen hier. Wurde es geröstet? Ja. Wie kannst du denn geröstet werden? Wenn man im Dungeon ganz unten ist, wo noch keiner war. Und die Zombies sind auf einmal mit voll ausgerüstet und mit Diamantschwert. Ja, aber gerüstet, Luki. Okay. Okay, das ist wirklich assi. Deswegen so gerüstet, wa? So, da unten steht schon wieder der Nächste, der gerne hier mal Hallo sagen möchte. Moin, wo bist du? Ach. Ja, komm her. Oh nein, das ist ein Creeper. Nein, nein, nein. Geh weg. Nein. Kein Creeper. Oh, geschafft. Was easy. Gut ist, ich muss nur 600 Meter laufen bis zum Dorf, wo ein Wegpunkt ist. Ach, nur Süße. Und dann kann ich mich wieder nach Hause teleportieren. Den Dorf ist ein Wegpunkt. Falls du unterwegs noch ein Dorf finden solltest, ein zweites gerne mitnehmen. Ich brauche einen Wegpunkt für den Keller. Leider nicht. Sonst hätte ich ja schon eins mitgebracht, so oft wie ich laufen musste. So. Was wollte ich? Ich wollte die Treppenstufen da unten schon mal ransetzen, genau. Aber eigentlich von der anderen Seite. Warum? Boah, kennst du das von Fluch der Karibik von Jack Sparrow, wo er da am Fluss langläuft und die ganzen Eingeborenen hinter ihm herlaufen? Ja. Yep. So fühle ich mich gerade. Aufs Schiff. Helfen wir mal kurz auf die Sprünge, bitte. Wir hatten noch einmal Wasser. Danke. Hey, ist das in der Häuser? Was war das da im Haus? Wohnt da vielleicht jemand? Das ist eine gute Frage. Darf ich jetzt mal gucken? Eine angespannte Hydraulik. Moin. Hier sind Dorfbewohner. Hast ein paar Gurkennasen gefunden, wa? Das ist gut. Hast noch ein paar Gurkennasen gefunden, wa? Ja. Oh, 2. Oh oh. Das war nichts so Gute. Mein Inventar ist voll. Immer die falsche Taste. Ja, böll mich nicht so an. Kommst du nicht hoch? Es ist am Leben! Das war alles. Warte mal. Den hier oben raussetze. Ja. Ha.
Sieht auch schon nicht schlecht aus. Könnten wir hier im Prinzip auch mit zumachen. Hier mit zumachen. Machen wir hier vorne. Das geht dazu, dass man dann auch reingucken kann, aber nicht reinkommt. So. Ja, komm her. Noch einer ohne Fahrschein, du hier. Und du auch noch? Oh Gott, was ist hier? Ist hier dieser Betrieb hier, du? Das ist ja der Wahnsinn. So, dann haben wir das schon mal fertig. So. Noch 200 Meter. Bis zu den Gegnern. Und die Gegner rennen weg, denn sie haben neue Treters. Ja. Dann machen wir hier noch einen hin. Ja, nee, ich bin raus. Was? Ich bin raus, hat's lang gedauert. Achso, was haben wir überlegen wollen? Ja. Ja, aber ey, alle anfangen, ne? So. Oh, schnell eine Ofenkartoffel hier reingezimmert in die Birne. Hallo. Ich sag gerade eben von wegen Ofenkartoffel reingezimmert und im Hintergrund so. Hilfe! Mach, dass es aufhört. So, das sollte der letzte Eimer gewesen sein. So, wollen wir denn nochmal ein Schwert? Sehr schön, das war auch der letzte Eimer. Dann gucken wir unten nochmal rein. Ich meine nämlich. Gesundheit. Hi, Logi. Hi. So. Hier noch einmal kurz das Wasser weggenommen. Wieder hingesetzt. Okay. Wir so einen Stein hingesetzt. Aber Steine gesetzt? Oh, das war dumm. Den wollte ich haben. Na. Wollte nur, dass das da unten aufhört. So, jetzt müsste ich ja das alles mit einmal wegbauen können. Tada! Ja, die Energie läuft. Wir wahrscheinlich nur noch hinstellen müssen. Und die Dinger einmal andersrum. Obwohl, die können so bleiben. Und ich bin nicht der Einzige, der gerade Pech hat. Was? Ich bin nicht der Einzige, der gerade Pech hat. Oh. Da ist jemand in den Lava schwimmen gegangen. Mein Beileid. Oh, I'm so sorry, Brudi. Kann ich nicht? So, das probieren wir jetzt noch einmal schnell aus. Ich drehe die einfach mal um. Du kannst gar nichts. Ups, war die falsche Taste. Ey! Ach, das hört er wieder, ne? So, Akaka aber auch. Ich wollte meine Sachen holen. So, fangen wir von der anderen Seite an. Dann müsste sich das doch eigentlich anders rumdrehen, oder nicht? Hä? Verdammt. Ich muss dem Wasser eine andere Fließrichtung geben. Ich muss von da nach da laufen. Nein! Oh, 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 ups. Wenn ich ihn da hinsetze? Aha! Machen wir das doch einfach mal so rum. Gut, dann hier lang. Ah. Hier setzen wir einfach wieder eine Reihe Steine rein.
Ja, ich kann doch hier die Sachen einbinden. Bin ich blöd? Und schon. Eine rhetorische Frage. Ich hab's extra wegignoriert. So. So sieht das doch gut aus. So mache ich das leiden. Mit dem. Nö. Das war noch Zeiten. Das dreht sich. Zwar immer noch in die falsche Richtung, aber da können wir nachher noch eine Box vorsetzen. Was brauchen wir denn für so eine Box überhaupt? Für ein Getriebe brauchen wir Endezeitrahmen, kriegen wir. Kleine Zahnräder, kriegen wir auch. Da kann man Getriebe machen. Das war jetzt einfach. Das Getriebe setzen wir einfach an und schwuppdiwupp haben wir die ganze Energie invertiert. So, wo geht's runter? Oh, kann ich auch direkt hier sagen. So, jetzt ist die Frage, lasse ich das auf der Höhe und wir können da immer drunter durchrennen oder verlegen wir es unterirdisch? Unterirdisch oder oben drüber? Mm-mm. Das Gute ist, wir können uns hier hinstellen. Jetzt können wir die Energie unter unten leiten. Yay! Und wenn wir wollen und noch irgendwo oben was bauen wollen, wir können ja noch was oben drauf bauen. So ist es ja nicht. Zack. Haben wir da auch noch was. Ja. Freunde. Das Wasserrad steht. Wir haben unsere erste Energie. Gucken, was wir mit der anstellen. Und damit würde ich sagen, wieder einmal kurz und bündig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, und bis zur nächsten Folge, wa? Ja, auf Wiedersehen. Haut rein, ciao, ciao.